Ihr habt ihn gewählt. Der Rüdig Luzerner 2011. So, und jetzt sind wir hier mit der Metzgerei Dogwiller. Da, wo vor 3 Tagen alles angefangen hat, jetzt gehen wir rein zum Rüdiger Luzerner 2011. Aus Dogwiller. Gut, herzliche Gratulation! Yeah! Hey, Sammy! So lässig! Voilà, das ist der Rüdiger Luzerner 2011. Was ist so für ein Gefühl, wenn ich so weiss? Traumhaft, grossartig, einfach ein fantastisches Gefühl. Weil hier in diesen 4 Wänden bin ich gross geworden, habe ich mein Wirken angefangen als Metzgermeister und einfach die Stimme, die ich wahrscheinlich heute oder in den letzten 3 Tagen bekommen habe, das ist der Ursprung, da innen alles passiert. Voilà. Kopf aus. Oh wow. Hä? Wow. Ja, ich habe gesagt, schau doch gut. Schau gut. Also. Irgendwie schmeckt es hier noch etwas wurstig. Was ist da genau los? Also ich war recht überzeugt gewesen, schon gestern, dass mir wahrscheinlich so ein den Vorsprung könnte gelingen könnte. Und als ich am Servola machen war, habe ich gedacht, jetzt mache ich so einen Servola-Ring und dort ein bisschen ausschmücken mit unseren blau-weißen Luzerner Farben. Und wenn ich es allenfalls würde schaffen, lege ich dann den an. Und jetzt habe ich so einen schönen Servola-Ring um den Hals rum. Und ich meine, als Metzgermeister und Wurstfanatiker gehört sich das. Und ich probiere ein bisschen dicht zu benebeln und zu berissen mit einem feinen Augenspann. Liebe ehemalige, vor allem liebe jetzt aktuelle, mein Nachfolger aus, ich habe riesig Freude, dass ich diesen Pokal daheim übergebe, der eine Stämmung ist, an einen Fleischfachmann oder einen, der Muskeln hat. Der wunderbare, schöne Wasserturm. Du musst nicht verschrecken, wenn du jetzt in die Hand nimmst. Aber ich habe gesagt, du bist ein starker. Du bist ein starker Mann. Und ich möchte dir wirklich überreichen, dass er dir viel, viel Glück bringt. Im Jahr 2012, du bist gerade 3% 2011, das ist immer rückwirkend. Aber ich wünsche dir viel Glück, toi, gute Geschäfte und vor allem Frieden in der Familie. Danke vielmals. Und wenn man in so einem Umfeld sein darf und einfach seine Jahre aus einfach Luzerner, aus verbunden mit der Stadt da erleben, das beflügelt einem und das dreht einem. Und euch anderen, da möchte ich ganz herzlich danken und ich bin rüdig stolz, rüdig an Luzerner zu sein. Danke vielmals. Also nur schon, als ich den Pokal bekommen habe, also der hat ein Rüdig-Fleisch am Knochen. Der ist so schwer, dass er fast berührt. Aber umso lässiger ist die Auszeichnung und wirklich eine schwergewichtige Auszeichnung, die ich jetzt hier empfangen darf. Und vor allem die herzliche Begrüßung der ehemaligen Rüdiger Luzerner. Die hat mich gerade ihre Familie aufgenommen. Und ich fühle mich einfach grossartig und wunderbar. Und geniesse sie voll.